Als vor einem Jahr in Wandlitz bei Berlin ein Wohnheim für Asylbewerber eröffnet wird, da ist die Aufregung groß. Viele Bewohner befürchten Einbrüche, demolierte Autos oder Ähnliches. Doch alle Ängste waren umsonst. Heute ist das Flüchtlingsheim im Ort voll integriert. Wandlitz, ein beschaulicher Ort unweit von Berlin. Als vor einem Jahr erste Asylbewerber hierher kamen, waren die Ängste der Anwohner groß. Sie befürchteten Angriffe auf Autos, Grundstücke, eigene Häuser. Nichts davon ist passiert. Tatsächlich sorgte aber die NPD mit ihrem Aufmarsch vor dem Asylbewerberheim für große Unruhe. Doch von Anfang an gab es einige Mutige, die sich für die Flüchtlinge einsetzten. Als die NPD mit 12 Hanseln vor dem Heim war, haben wir einen Ring des Vertrauens von 250 Wandlitzerinnen und Wandlitzer um das Heim gemacht. Und wenn sich die Fremden, die Asylbewerber sicher fühlen, dann fühlen sich auch andere Minderheiten sicher. Menschen wie der 32-jährige Beni aus Kamerun. Er kam vor 6 Monaten nach Deutschland. Nun lebt er hier in einem knapp 14 Quadratmeter großen Zimmer und lernt fleißig Deutsch. Jeder Mensch, ob du oder ich, ist skeptisch gegenüber Fremden. Doch es sind die Fremden, die zeigen müssen, dass sie sich integrieren wollen. Ich würde mich so gerne einbringen, wenn mich der deutsche Staat nur lassen würde. Viele Wandlitzer jedenfalls unterstützen ihn und die anderen Flüchtlinge. So gibt es neben dem Wohnheim mittlerweile eine sogenannte Halle der Solidarität mit gespendeten Kleidern, Geschirr und Möbeln. Ja, die Sachen sind übrig, eine Haushaltsauflösung von meiner Mutter, die leider im Seniorenheim ist. Da sind genug Sachen übrig geblieben. Wir sind selber Flüchtlinge gewesen, ganz, ganz früher. Und weiß man also, was alles fehlt. Und wir haben ja alles im Überfluss. Inzwischen reichen die Spenden nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für andere Bedürftige. Neid und Angst wegen der Asylbewerber gibt es kaum noch. Nicht zuletzt, weil sie hier einmal die Woche zusammensitzen, der runde Tisch von Wandlitz. Landkreis, Gemeinde und Bürger treffen sich und besprechen aktuelle Probleme rund um die Flüchtlinge. Im Moment geht es um die Beschaffung von Wohnraum. Die dringendsten Probleme sind Wohnraumsuche im ganzen Landkreis Barnim für die Asylbewerber und Asylbewerberinnen. Weil die Vermieter, also um mal Klartext zu sprechen, sich am Anfang doch gesperrt haben. Ja, und da haben wir gesagt, da können wir Abhilfe schaffen, indem wir das selbst in die Pflicht gehen. Sie mieten also selbst Wohnungen für Flüchtlinge an. Auf diese Weise sind schon viele Familien in die eigenen 4 Wände gezogen. Wandlitz ist reicher geworden durch diese neuen Menschen und wir haben Fremdheit nicht nur gegenüber Asylbewerbern, sondern auch in der eigenen Bürgerschaft abgebaut. Und so profitieren sie voneinander. In Wandlitz, so meinen viele hier, sind die Flüchtlinge eine Bereicherung.